Aha. Und Zwieback. Zwieback. Tja. Hm. Gefahrenzone 100. Naja. Na, Boba. Das ist kein Biwak. Nein, das ist keiner. Ich würde rechts abbiegen. Hm. Das andere rechts. Das weißt du gar nicht. Du hast mir neulich erklärt, du weißt nicht, wo rechts und links ist. Also ich weiß, wo rechts und links ist. Ich weiß bloß nicht immer. Oh. Eieieiei. Blinken. Jetzt wird's eng. Gas. Oh, Vollgas. Ich tue einfach mal so, als ob das ganz normal ist. Ja, sag mal. Das machst du super. Hm. Wie fahren soll. Aber nicht zurück. Ja, genau. Da vorne ist Wasser. Ach du Scheiße. Jawoll. Ja gut, ich hab sie gleich abgehangen. Ein Felsen schaffst du auch noch. Da kommt jetzt gleich ein Biwak. Das läuft mal wieder bei mir. Das Auto raucht. Ja. Passt doch alles. Das Auto ist kein Biwak. Es läuft, ja, das Öl aus dem Getriebe raus. Oje. Ja gut, jetzt weißt du mal, für was so ein SUV alles gut ist, ne? Ja. Der schafft so einiges. Obwohl, das ist ja keiner. Wie nennen die sich? Das ist ein... Ich frag mich, wie ich das der Versicherung klar machen soll. Ein Truck. Ist ein Truck. Oh. Bist du sicher, dass das ein Biwak ist? Das sieht aus wie ein Goldbären. Haribo. Nein, ich steig jetzt gleich aus. Ich steig jetzt gleich aus. Ich gehe gleich zu Fuß. Weiß nicht. Vorwärts, Gas. Ich glaube, das Auto fährt keinen Meter mehr. Das Auto sagt, lass mich stehen. Lass mich bitte stehen. Rechts, jawohl, ja, gib Gas. Hier ist kein Biwak. Dachte, hier wäre ihn, aber es ist eine Kiste. Da ja, Kiste. Aber geraucht. Da hat es aber geraucht. Ja, das raucht weiter hinten. Oh Mann. Aber hier können wir uns trotzdem. Oh. Ich habe das Auto ächzen und stöhnen hören. 3000 Kredits, jawohl. Tja. Ach, was für eine Aussicht. Ja. Oh. Sehr schön. Hubschrauber. Hubschrauber und Expolix schmeißt sich in den Dreck. Ja, ich mag doch C. C. Oh, 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 oh. C. Hat mich nicht gesehen. Er hat mich nicht gesehen. C und Space drücken. Naja. Ja, wo ist er denn? Ach, da ist er. Dann schnalzen wir hier mal eine kurze Pause rein, damit der Sedrit sich nochmal erholen kann. Und dann kommen wir wieder zu unserer letzten 33% des samstagsabendlichen Ghost Recon Breakpoint Live Events. Wir haben ja heute eindeutig gesehen, dass der Sedrit. Ich bin. Verdammt sauer. Irgendwie immer nur die Feinde anlockt. Ja. Und wir und der Stief und ich müssen sie dann erledigen. Tja. Das ist gerechte Arbeitsteilung. Oh oh. Was? Da ist was Lilandes gedroppt. Siehst du?
Echt wieder? Das muss ich mir noch. Das ist mir klar, dass er sich. Da kennt er nichts. War fast im Tiefschlaf. Da hast du gesehen, wie der da losgestürmt ist, wie ein junger Hund. Alter, dafür wärst du auch losgestürmt, glaubst du mir. Oh, was ist denn das da vorne? Stevie, das ist wieder dieses seltene Exposito im Busch. Eine ganz seltene Art ist das. Da muss noch ein Dings drauf. Ein Schalldämpfer. Eine ganz seltene Art. Achtung, die beißen. Stevie, nicht so nah ran. Die beißen. Oh, ja. Fast über einen. Die Expositos, die beißen. Mhm. Oh, noch ein seltenes Tier. Ein Stieferau. Ein ja. Stieferau. So. Ich hab gehört, die sind vom Aussterben bedroht. Ich habe schon mein Statement abgegeben und ja. Und du meinst, wir überleben das hier, ja? Die Pause. Der Sief und der Seedrück legen sich jetzt schön brav mit hin hier und warten. Ey, ziel nicht auf mich. Heißt, ich kann in die Hose gehen. Ja. heißt wieder Gruppenkuscheln oder was? Also nicht Seedrück, der Warp drückt auch noch. Ich will doch nicht abdrücken. In 5 Minuten und dann kommen die letzten 2 Drittel. Das letzte Drittel. Das letzte. Genau. Jo, so sieht das nämlich aus. Später. Und ich muss jetzt einen Knopf drücken. Oh. Nein, das war die Selbstzerstörung. Ach ja, okay. Das ist aber auch wirklich blöd geschrieben. Aber mal richtig gut geschrieben. Richtig. Da steht, hab einen Zettel gekriegt, Ghost Ende. Ja? Pause, Position 1. Ja, so hast du es gesagt, so willst du es haben, so habe ich es dir gegeben. Aber warum Ghost Ende? Ja, das hast du gesagt. Ja, aber warum nicht Pause Ende? Ja, weil Ghost, wenn du auf die Ende-Taste drückst, wieder zu Ghost zurückkommst. Ja, aber trotzdem, man muss jedes Mal überlegen, das ist schwer. Oh mein Gott, einmal mit Profis. Also, bis gleich. Kurze Pause. Bis gleich. Prost. So, da sind wir wieder und das hat direkt mal auf Anhieb funktioniert. Ach du Mist, ja. Eieiei. Da kommt wieder was. Wow. Ach, der darf da wohl die Wahl sein. Pause rum und ich bin tot. Wer hat die jetzt bestellt, bitte? Na, wir lagen doch. Das war ein Flugzeug. Aber wir lagen doch sowieso schon. Ja, eben. Achtung. Tja. Okay. Das war ja jetzt mehr als bescheiden. Ja, so kommst. So kommt man aus der Pause raus, ne? Kommst aus der Pause und dann will dir, lag doch jeder noch im Gras, oder nicht? Naja, lauf. Ja, Freile. Komisch. Nicht. So. Mehr als merkwürdig. Da sind wir. Gut, frisch und geduckt. Rasiert. Außer Peter, der steht da. Aber 13,6 Kilometer, das ist schon eine Strecke. Ja? Das ist schon eine Strecke, ja. Vielleicht haben die da ein Auto für uns gelassen. Ein Auto über die Bergen? Über den Bergen? Bei den 7 Zwergen? Wir wissen es nicht so genau. Hey, hier ist ein Biwak. Gar nicht so weit weg. Du bist dran vorbeigefahren. Da gibt's Klamotten zum Anziehen. Guck mal, da ist so ein blaues Zeichen. Oh, ein Ikea-Laden. Moji. Du kommst wieder nicht schnell genug den Berg runter, ha?
hier muss irgendwie was Inneres geben, weil unter uns ist alles rot. Unter mir meine ich. Ja, eine Mine oder sowas könnte das sein. Ja. Ich glaube, ich brauche mal festeres Schuhwerk. Unter dir ist alles gut. Aha. Das kann man auch so oder so verstehen, ne? Ja. Und da ist auch ein Hubschrauber in der Nähe. Sollen wir jetzt das hier einfach sein lassen oder sollen wir? Ich habe keine Ahnung. Was sagt denn die Gewerkschaft dazu? Wir haben keine. Wir haben keine? Ja. Im Live-Chat schreibt keiner was. Nee. Also immer zum Hubschrauber. Ja. Aber muss ja was sagen. Wir können ja nicht die ganze Welt retten. Aber die Hälfte. Ja gut, wir haben dafür jetzt keine Quest und da steht so ein schöner Hubi. Ein bisschen bewacht. Oh oh. Tötung beobachtet. Oh oh. Ey, da steigt in den Hubschrauber ein. Halt, da klaut uns ein Hubschrauber. Ey, deswegen sind wir gekommen. Du kleiner, stinkender. Das ist ja lustig. Der klaut mir den Hubschrauber. Ey, darf nicht wahr sein. Der klaut den Hubschrauber hier. Wenn hier jemand Hubschrauber klaut, dann sind wir das. Der klaut den Hubschrauber. Wo ist denn der Arsch? Keine Ahnung. Ah, direkt vor uns. Hat der den Hubschrauber geklaut? Das habe ich ja noch nicht erlebt, hier sowas. Dann nehmen wir halt so einen Hubwagen. Einen Hubwagen? Ja. Ja, den ziehst du denn? Ich setz mich auf. Oh. Schönen Schuss und eine Leiste. Klaut ja den Hubschrauber, das ist ja eine Frechheit hoch 10. Wieso ist denn zum Scheiße, wieso war das jetzt so beschlagen? Mein Visier war total beschlagen. Oh, mich hat's auch erwischt. Stevie, es hängt an dir. Nicht mit einem Scharfschützen wie wir im Nahkampf. Eigentlich sind noch zwei. Er kommt raus, Steven. Achtung! Boah, guck dir dieses Killer-Tier an, ey. Sag ich dir doch. Er ist doch voll der Killer, ey, der Steven. So, jetzt kannst du noch zwei Leute wieder beleben. Voll der Killer. Alter. Aber ein Arzt ist er auch. So, also wenn sie uns schon einen Hubschrauber geklaut haben, dann nehmen wir uns die Kiste da drinnen. Dankeschön. Auch vielen Dank, ja. Müssen wir erstmal Verband rummachen und... Wie? Ach ja, klar. Alter! Was ist los? Wo ist das? Ha? Kommt mal hier zur Kiste. Ach, das ist der Lichteinfall gewesen. Ich habe durch ein Zielfernrohr geguckt und nichts gesehen. Achtung, Alter. Zwei Stück. Nein, Stevie, nicht sterben. Reicht, wenn ich sterbe. Wo sind wir denn eigentlich hier gelandet? Ja. So.
Oh ja, hau die Spritze rein. Oh. So, jetzt nehmen wir mal die Waffe hier. Oh, kommt schon wieder welche. Oh, da ist einer sehr angespannt beim Atmen. Ja. Ja. Jetzt sind wir doch irgendwie hier unten drinne. Kommt einer. Wir haben Kontakt mit dem Feind. Von wo? Hinter mir? Wo sind wir denn hier gelandet? Mann, also bei mir ist heute langsam die Luft raus. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Aber mal ganz langsam ist da mal die Luft raus. Muss gucken, wie ich da hochkomme. Dass ich auf der Nase liege, das ist nicht mehr normal heute. Aber die Spritzen vom Stevie sind immer noch die besten. Danke. Bitte. Ja gut, ich denke mal, ich sehe hier nichts Rotes mehr, ne, auf der Karte. Aber wo sind wir denn hier gelandet? Ja, das ist wahrscheinlich irgendeine Quest, wo wir irgendwann mal hin müssen. Ja. Weltsatenspeicher sind wir. M48. MK48 war nochmal. Die sind wirklich schlecht, wa? Plus 3. Bei mir jetzt. Ja. Gibt's da Kaffee? Haben die hier eine Kaffeemaschine? Wasserspender. Nee. Da hinten muss irgendwie ein Kleidungsstück sein. Wahrscheinlich oben. Ein Weltsatenspeicher. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und lohnt sich's? Ausrüstung L3 GP. Irgendwas. Nichtsdestotrotz, der hat uns einen Hubschrauber vor der Nase weggeklaut. Ja, deswegen sind wir hierher gekommen. Ja gut, draußen dann sammeln. Na, ah, Gott. Jetzt hätte ich fast wieder einen Zivilisten getötet. So, sammelt ihr noch euer Zeug ein? Ja, bin gerade dabei. Und dann? 2000 Kredit, jawohl. Und dann? Und dann? Ja, dann müsst ihr laufen und ich nehme den Moped. Hier gibt's leider nur eins. Ich schieß da Platten. Aber ich erst. So, dann war tschüss, ne? Alter. Guck da mal, wie er hinkommt. Ich glaub's nicht. Steven, der lässt uns hier wieder stehen. Ja, ich hole uns ein Auto rasch. Der lässt uns hier wirklich stehen, ey. Naja. Der wird schon wieder kommen. Meter ist er weg.
Bring lieber einen Hubschrauber mit oder sowas. Lass ihn dir nicht wieder vor der Nase wegklauen. Ah, ja. Scheiße. Okay. Oh, oh. Ich glaube, wir müssen Expo retten. Wie ist das jetzt gegangen? Naja, schwere Leute. Oh. Mit schweren Waffen. Das ist nicht gut. Oh ja. Viele Autos. Aha. Ja, ich guck mal, ob ich da noch was gerissen krieg. Ich werde dich wahrscheinlich nicht retzen können, ne? Nö. Nee. Treffer. Ein Scharfschütze. Ich bin auch Scharfschütze. Na komm hoch, du blöder Scharfschütze. Scharfschütze weg. So. Du wieder da bist? Ja. Herr Kutzer. Alter! Achtung, euch kommt was entgegen. Was? Was ist jetzt? So, da sind noch vier Mann unten. Fünf. Fünf. Divi, hast du noch was von deiner Spritze? Ist da noch ein bisschen drin? Ich denke ja. Links. Danke. Lass dich nicht ablenken. Okay, gleich in Deckung, Steven. Gleich in Deckung. So. Jetzt müssen wir es doch bald mal sauber haben da unten. Ja. So ein Checkpoint. Wir haben keinen Hubschrauber hier. Ja, aber Autos wenigstens mal. So, mal einsammeln, was hier zum Sammeln ist. Das ist eine Ru-12. Wie viele Waffensorten gibt es denn auf der Welt? Oh, eine Lederne. Pistole. Achtung, man kennt irgendwas. Ist denn lila episch hier oder gibt es da noch was drüber? Ich habe keine Ahnung. Weißt du nicht. Also hier aber Boxing da in dem Biwak oder was das war. Die haben 289er Rüstung gehabt. Mhm. Also schon einiges, du. Und die haben glaube ich auch so lila Sachen auch gehabt. Lila? Ja. Ja gut, wir sind ja noch Babys. Wir spielen ja bloß einmal die Woche. Oder zweimal. Maximal zweimal. Maxi. Ja, jetzt öfters, oder? Muss ja überzeugend. kommt immer auf die Zeit an. Müssen ja beide haben, ne? Zeit. Ja.
Weil es ist halt doof, wenn einer dann alleine spielt und ja, ich muss ja eh nur aufholen. Und dann passt das nicht zusammen. Naja, du musst die ganze Hauptquest noch machen mit der, wie hieß die Schnecke? Madeira. Ja, genau. Mhm. So. Welches Auto nehmen wir denn? Ein ausfahrbarer Turm. Da hinten ist noch irgendwie was Grünes. Welche Schweindel hätten es denn gern? Also ich fahre nicht. Ich bin jetzt Beifahrer. Ich muss mich erholen. Bin am Sammeln. Wo sammeln wir uns denn? Munis. Hat sich einfach den Hubschrauber wegschnappen lassen. So. Gate 01, Restricted Area. Okay. So große Tore haben die da gebaut. Was haben wir jetzt? 83er. Naja. Naja. 83er. Wir haben 3 mit Platz. Wo? Wie, was, wo? Ja, ich komme ja schon. Schalensitze. Also nichts Komfortableres gefunden? Nee, wir müssen ja durch die Länder. Naja, Stevie, ich würde mich besser reinsetzen. Ja, habe ich gemacht. Ich wollte aufs Geschütz gehen, aber irgendwie geht das nicht. Vorerst. Uiuiui. Ein Profi am Werk. Er will nur angeben. Ja. Er will nur angeben. Hier ist ein Biwak, gell? Ja. Und da geht's einen Berg runter. Oh mein Gott, wir werden sterben. Lassen rollen, CO2-Ausstoß da nicht so hoch ist. Soll ich aussteigen? Schieben? Festgefahren. Shit. Ja. Tja, ich dachte, der hat Allrad. Schade. Ich könnte also ja mal versuchen, dass ich schiebe. Ne? Nee, das ziehe ich nicht. Das heißt also, wir finden schon irgendwie was zum Fahren. Wir gehen zu Fuß oder rollen hier. Nee, wir rollen zu Fuß. Wir rollen uns den Hang hinab. Boah. Oh. Was war das? Das war der böse Seetritt. Tötung beobachtet Seetritt. Ja. Also, gibt's Zeugen? Jetzt müssen die Zeugen auch noch beseitigen. Ja, sobald ich ausgerollt habe. 13 Kilometer. Einer noch. Es wird hier keine Zeugen geben. Ja, fall doch den Berg runter, du. Da stehen auch so gammelige Typen rum. Fall doch einfach den Berg runter. Mama. Der versteckt sich hinterm Baum. Ja, dieser kleine. Na. Hallo, komm mal vor hier. Ich habe ihn vorgelockt. Hallo. Hubschrauber. Kontakt. Du mit deinem Kontakt. Boah.
hat da jetzt wirklich den Hubschrauber wieder kaputt gemacht. Ja, tja. Dann kriegst du wohl heilen nicht runter. Hätten doch mal gewunken.